Servus Leute, Porsche ist wieder am Start. Herzliches Willkommen in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Sawitch. Wir haben da vorne einen Gegner, The Legend of Zelda, Leunekiln 2.0. Ich zeige euch mal, wie man richtig tötet. Das habe ich ja schon mal gemacht. So. Nur diesmal werden wir ein bisschen anders vorgehen. Erstmal gucken, welche Farbe er hat. Das ist ein weißer Leune, keine Ahnung, wo bei mir keine silbernen kommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen keine silbernen. Ich überlege gerade, wie man es am besten macht. Wir können ja den Angriff Boost machen, dann aber keine gute Verteidigung. Wir können ja nur ganz normal Verteidigungsboost machen und welche Waffen habe ich überhaupt übrig? Ja, eine große Auswahl ist es nicht. womit fangen wir denn an? Am besten mit einem Zweihänder oder sowas. Wir nehmen jetzt erstmal die Duo-Exal-Lanze. So. Leunekiln 2.0. Wir werden nicht blocken. Wir werden nur ausweichen hin und her. Und dann werden wir mal gucken, was möglich ist. Mal gucken, was möglich ist. Ich habe es noch nicht probiert ohne Blocken, aber ich denke mal, es wird nicht so ohne weiteres möglich sein. So, du einmal bitte auf. Ja, genau. Warum habe ich eigentlich jetzt Eispfeile in der Hand? Die wollte ich gar nicht nehmen. So. Okay. Nein, weg da. Ah, okay. Das ist natürlich die Frage. Weg, 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 weg. Gut, alles klar. Das funktioniert soweit. Oh, Moment. Wenn wir schon ohne Blocken machen, dann machen wir auch den Darok-Schirm aus. So. Das Problem ist, dass jetzt die ganze Zeit... Nee, gut, alles klar. Und, gut, alles klar. Also bis jetzt easy going. Ausweichen ist erlaubt, klar, aber nur Blocke nicht. Das heißt, wir gehen... Genau, eine Sache mache ich jetzt dann auch noch. Ja. Schaffe ich das jetzt noch? Ja, ne? Nee, schaffe ich nicht. Okay, alles klar. Gut. Das war jetzt unüberlegt. Aber, wie gesagt, so grundlegend ist es ja kein Problem mehr. Auch der weiße Leune ist jetzt grundlegend kein großes Problem mehr. Ja, du Exallanzen zerbricht gleich. So, jetzt ist er kaputt. Ja. Und ausweichen. Ja, gut. Wenn man das mit den Ausweichen macht, ist es natürlich einfacher, ganz klar. Wir könnten seine eigene Waffe gegen ihn verwenden, aber ja, das sind so auch seine eigenen Waffen, ne? Ich glaube, die hat er jetzt sogar selbst in der Hand. Wir nehmen jetzt erstmal das Königsschwert mit dir. Und machen damit ein bisschen Damage. So. So. So, so, so. Das war auch wieder perfekt. Ich möchte von euch wissen, wie soll ich es machen? Macht jetzt natürlich nicht irgendwelche Sachen, die kein Mensch hinkriegt, ja? Das sollte schon irgendwas sein, was man auch hinbekommt. Nicht, dass ich dann nackt mit dem Kruckfächer kämpfe oder mit dem Scherzhammer. Selbst wenn es der ganz normale kleine Leune ist, ist das dann trotzdem zu übertrieben. Und, ja, jetzt hat er mich erwischt. Ich muss in die andere Richtung flüchten. Wow. Ey, du Assi. Jetzt reicht's aber mal. So. Okay, was machst du jetzt? Wow, cool. Aber hilft mir nicht, ne? Wow, der schießt sie sogar in die Luft. Cool, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Gut, dann kommen wir angerannt. So, in die Richtung flüchten. Okay. Dass gerade der jetzt hier auftauchen muss, ist natürlich sehr geil. Gut. Oh ja, das war ganz knapp. Wer weiß, vielleicht schaffe ich ja noch. Ne, so eine Schuppe kriege ich nicht. Dafür müsste ich den ja, glaube ich, angreifen. Da bin ich ehrlich gesagt auch überfragt. Ich habe es noch nicht probiert. Deswegen weiß ich noch nicht mal genau, was ich da machen muss, um eine Schuppe von dem zu bekommen. So und so und so. Okay, das war ein bisschen knapp. Ja, Mifas Gebet ist bereit. Fairerweise lassen wir Mifas Gebet drin. Für den Fall, dass ich doch sterben sollte, dass das halt nicht so unfair ist. Und ich dann trotzdem noch weiterkämpfen kann. Weil ich bin ja gewillt, was zu machen. So ist es ja nicht, ne? Guck mal, ich habe dir erst die Hälfte an Schaden gemacht. Das ist doch schon mal was. Wie machen wir denn weiter? Nehmen wir einfach so ein Chimärenschwert von ihm, ne? Ach ja, weißer Leune, du bist echt ein süßer Gegner. Ist natürlich irgendwas. Ihr seht ungefähr, wie viele Waffen ich tragen kann. Ich glaube, das waren 8 Stück auf einmal, ne? Wenn es irgendwie nur Reiseschwert Edition ist, dann ist es halt so. Aber dann müsste ich erstmal die Reiseschwerter alle kriegen. Ja. Ich weiß gar nicht, wo man die jetzt genau findet. Dann müsste ich meine jetzigen wegwerfen. Deswegen, wie gesagt, bitte nichts irgendwie, was völlig überzogen ist, mit da reinzupacken. Deswegen machen wir das dann Leune killen 3.0. Das ist jetzt erstmal 2.0. Ohne Schild habe ich dann jetzt halt gemacht, ne? So, passt. Bogentasche ist voll. Aber von diesen Chimärenbogen habe ich noch welche. 3 Schuss und 5 Schuss. 3 Schuss und 5 Schuss. Grundlegend reichen die erstmal. Ja. Gut. Und von dir hätte ich gerne eine Schuppe.
Aber bis ich da ankomme, ist vorbei. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum auf einmal das Feuer kam, aber dann kam halt dieser drüber geflogen hier. Gut. Gut, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Lasst mal hören, was ihr für Vorschläge habt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich mit einem fröhlichen Ciao, ciao.